Hallo, da sind wir wieder. Wir reisen jetzt ins Anderland. Anderland, sagt ihr? Ja. Verstanden. Also, lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt den Flug. Ich finde es übrigens absolut funny, wie Kel da unten hängt und gleich abkackt. Okay. Da unten ist wieder dieses weirde Alien. Ja. War das nicht erstklassiges Reiseerlebnis? Komfortable Umgebung, entspannte Musik. Von mir gibt's dafür 5 Sterne. Du hast gut reden. Ich kann meine Arme nicht mehr bewegen. Kelly, ich muss schon sagen, es war sehr beeindruckend, wie du dich den ganzen Flug über festgeklammert hast. Du könntest einmal sehr stark werden. Guck mal da, Pluto Spaceline. Gibt's jetzt zusätzlich eine Haltestelle. Du könntest einmal sehr stark werden. Ich werde dir einen Trick beibringen, der dir später einmal nützlich werden könnte. Okay. Sprich mir nach. Will ich mich einfach super fühlen, dann lasse ich meine Muckis spielen. Okay. Jetzt zu. Dann lasse ich meine Muckis spielen. Ja. Boah, das ist ja genial. Ich fühle mich plötzlich mega stark. Okay, ist das ein Buff? Hm, da müssen wir noch etwas arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, in dir schlummert ein großes Potenzial. Vergiss diese Lektion niemals und mach das Beste draus. Leb wohl, Kinder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh lol, er startet wieder. Wilder Typ. Kel hat Muckis gelernt. Das Ding ist, das ist das Wanted Poster von Pluto. Aber er ist nicht mehr hinterm Baum. Das heißt, wir können auch nicht mehr gegen ihn kämpfen. Ah ja. War ja auch nett. Wieso sollten wir gegen ihn kämpfen, ne? So, erstmal Astronautennahrung. Rein damit. Wir müssen uns ja wieder voll leveln. Da. Wir sind wieder voll geheilt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch was bringt. Ja, wir picknicken noch mal kurz. Reicht schon. Dann speichern wir noch mal ab zur Sicherheit. Ja, ich möchte speichern. Achso, oh, speichern. Ja, da möchte ich bitte speichern. Danke. So, dann gehen wir hoch. Wer rennt da? Nee, juckt mich nicht. Ich habe eine Dose bekommen. Da ist irgend so ein Alienvieh. Da hoch. So, ab geht's. Ah, er kommt hoch. Ich wollte gerade sagen, was jetzt? Red mit mir. Ich glaub's ja nicht. Ihr Zwerge habt's wirklich geschafft. Ist zwar ein bisschen dreckig, aber das ist unser Mixtape, ganz klar. Vielen Dank, Leute. Jetzt können wir endlich Space Boyfriend aufwecken. Okay, greift in deine Tasche und fischt das Mixtape heraus. Stichwort aufwecken. Wir haben schlechte Nachrichten. Offenbar sind Space Boyfriend und Herzblatt, naja, sind nicht mehr zusammen. Was? Ganz sicher? Und diesmal endgültig? Oh nein. Aber das heißt ja dann, dass es nichts bringt, ihm das Mixtape vorzuspielen. Wir sind erledigt. Ey, Space Boyfriend, wir haben dein Mixtape zurückgebracht. Hm. Könntest wenigstens Danke sagen. Kopf hoch, Raumpiratentyp. Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Und selbst wenn, das Leben geht doch weiter. Leute trennen sich doch ständig. Space Boyfriend kommt bestimmt bald wieder auf die Beine. Er braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Japs, ich werde sein Mixtape reintun und voll aufdrehen. Dann muss er einfach aufwachen. Wäre wohl am besten, wenn wir das Mixtape wieder auf den Müll werfen. Wenn er das hört, kommen nur zu viele Gefühle hoch. Gib her, Omori, ich kümmere mich darum. Hero greift in deine Tasche. Hä? Wo ist es hin? Nun. Okay, was machst du denn da? Stopp! Zeit zum Aufstehen, Space Boyfriend. Lol. Oh je. Das wird böse enden. Was soll dieser verdammte Lärm hier? Oh oh. Mann, Kel, hast du ja wieder toll hingekriegt. Da. Er schaudert, denn ich bin erwacht. Wartet kurz. Okay. Viel besser.
Also, wo waren wir? Naja, ich finde die Musik, die jetzt läuft, auch besser. Ach ja. Er kann sich porten. Törichte Kinder. Ich sollte wohl dankbar sein, dass ihr mich erlöst habt. Ich hätte die Schnauze voll, schon voll vom Krankspielen. Denn ich sag's ja immer. Gefühle sind was für Weicheier. Herzblatt, dieses Miststück. Ja, richtig so. Der wird's noch leid tun, dass sie mich abserviert hat. Ich hab so viel für sie getan. Hab ihr alles gegeben. Alles, hört ihr? Richtig so, dumme Hure. Diese undankbare Kleine. Grr. Ja, okay. Lol, einfach auf sein Bett geschossen. Egal. Einfach alles egal. Ich werde Herzblatt finden. Und dann wird abgerechnet. Ja, er schießt die Alte. Komm. Zieh durch. Nix da. Das wirst du schön bleiben lassen. Hä, warum? Space Friend. Oder besser gesagt, SpaceX Boyfriend. Faszinierend. Jetzt heißt er wirklich SpaceX Boyfriend. Wollt ihr mich herausfordern? Nee, eigentlich nicht. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Ich bin der Captain der Raumpiraten. Ja, ist doch schön. Geh auf Abenteuer. Such dir Herzblatt und mach mit ihr, was du willst. Ist mir tendenziell egal, weil wir suchen Basil. Ich beherrsche alle Planeten des Sonnensystems und kann mich großer Gedankenkraft durchs Weltall fliegen. Nee, Pluto ist nicht mehr dabei. Ich gebiete über die Macht des gesamten Universums. Bla bla bla. Sag doch, was du willst. Wir haben keine Angst vor dir. Wenn du da draußen irgendwem was antun willst, musst du zuerst an uns vorbei. Nee, eigentlich nicht. Tendenziell ist mir das egal, aber okay, wenn ihr das meint. Hm. Na schön, ihr wollt es ja nicht anders. Wenn ihr unbedingt die Helden spielen müsst. Nee, wirklich nicht. Mach dein Ding. Dann machen wir das eben auf die harte Tour. Nee, kein Ding. So, ich würde dich vorbeilassen. Mach euch alle fertig. Aha. Oh Gott. Ihr Erdenflöhe, okay. Du, eigentlich war das jetzt nicht mein Plan, aber gut. Lass mich raten. Ich kann ihm kein Gedicht vorlesen, weil er keine Emotionen hat oder so. Ja, sie kann angreifen. Er nervt jetzt ihn. Und er greift auch an. Alter! Hey, hey, hey. Wir sind jetzt wütend, er ist traurig. Zu Kell blicken. Das macht sie nämlich auch wütend. Dann haben wir nämlich schon zwei wütende. Dann machen wir doch mehr Schaden. Nice. So, kämpfen. Du kannst erstechen. Du kannst angreifen. Du. Okay, jetzt nicht der Angriff versuchen. Mehr Schaden. Okay, nee, aber dann nerv dich vorher selber. Und du kannst ihn einmal heilen. Was passiert jetzt? Oh nein, er ist traurig geworden. Gut, dass wir schon sauer sind. Ah, wir sind aber sauer. Heiß. Geiles Ding. So, wir sind geheilt. Wir kämpfen. Angriff. Alter, warum mache ich so wenig Schaden? So, Trick. Mach jetzt mal Muckis. Und du greifst auch an. Muckis! Aha. Schön. Okay, er macht nicht so viel Schaden. So. Angreifen. Alter, wieso hat er so viel Leben? Angriff. Ja, und du greifst auch nochmal an. Okay. Irgendwelche Special-Sachen kann er ja gleich nicht mehr machen, ne? Mach mal nochmal einen Trick. Du kannst ihn nochmal erstechen. Du greifst nochmal an. Du machst ihn sauer. Und du backst einmal für Omori. Mann. So, er ist jetzt wütend. Er ersticht.
Nice. Oh, wir haben ja auch nochmal mit Omori was Neues gelernt. Was ist denn mit Sticheln? Oder wer hat Sticheln gelernt? Hm. Angreifen. Hast du einen neuen Trick gelernt? Gucken, Konter. Hm. Ja, angreifen. Irgendeiner von denen hat doch Sticheln gelernt. Angreifen. Backen. Ja, jede Runde greift der einen an. Extra Angriff. Meine Wut ist wild und frei. Ihr könnt mich nicht beschwichtigen. Oh, jetzt ist er wütend. Er kann nicht mehr froh und traurig werden. Lol. Das heißt, wir müssen jetzt fröhlich werden. Weil ich glaube, fröhlich war gegen wütend. Genau. Okay, Angriff. Du greifst ihn an. Und du kannst, glaube ich... Komm, mach mal Omori happy. Du greifst ihn an. Und du heilst dich jetzt einfach mal... Nee, jetzt machst du gerade mal nicht. Du greifst auch mal an. Aha, nicht getroffen. So, er ist jetzt fröhlich. Nice. Das heißt, wir müssen Orbel gleich die anderen alle fröhlich machen. Angreifen. So, du musst jetzt anfeuern. Ihn. Du greifst ihn auch an. Du kannst dich mal gerade selber heilen. Aber jetzt ist Kell traurig. Weil dass das nur Kell trifft, auch wild. Aber gut, dass ich das gerade gemacht habe mit dem fröhlich machen. Angreifen. So, du anfeuern, dich selber angreifen. Und du kannst mal kurz snacken. Okay, wir machen Schaden, weil wir jetzt fröhlich sind. Okay, wir haben uns selber froh gemacht. Kämpfen, angreifen. So, Trick, anfeuern, ihn. Du greifst ihn an. Du greifst auch nochmal an. Okay, jetzt sind alle glücklich. So. Hm. Ja, es wird so nicht. Wir greifen einfach nochmal an. Du greifst auch nochmal an. Du machst nochmal dein Muckis-Ding. Und du greifst auch nochmal normal an. Oh, wir müssen ihn gleich heilen. Und wir haben nicht getroffen. Schade. Was geht jetzt? Ihr bewegt euch ja immer noch. Werde mich... Aha. Er greift Spaceball. Ist wütend. Ja, ist er doch. War er ja schon die ganze Zeit. So, wir kämpfen. Du kämpfst auch. Du kämpfst. Und du... backst einmal. Da. No! Mach ihn doch nicht zu Toast. Wie soll ich ihn denn dann heilen? Oder geht das trotzdem? Oh, jetzt habe ich ihn geheilt. Okay, den nächstbesten nimmt er dann. So, du greifst an. Du gibst... Wo ist Gelee Royal? Oder Vital? Da, an ihn. So, wir sammeln jetzt unser Ding mal, bis wir auf diese Freundeskraft kommen. Okay, er ist jetzt neutral.
So. Du kämpfst. Du... Oh, ich kann nicht anfeuern. Dann kämpfst du einfach normal weiter. Du greifst auch an. Und du... wachst einmal. Nee, wir sammeln jetzt unsere Angriffe. Wenn wir auf 10 sind, können wir doch den Super-Duper-Angriff machen, habe ich gehört. Okay. Angreifen. 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 Und du buggst wieder. Da. Ich weiß gar nicht, wann wir auf 10 kommen. Aber wir machen jetzt mal gerade nichts. Ich will diesen 10er-Angriff haben. Wiki-Erdflöhe. Ja, geh mir hier auf den Sack. Das ist eure letzte Chance. Ist rasend. Okay. Er ist super wütend, ey. So, die haben wir geheilt. Ich fürchte, er macht dann halt nur mehr Schaden. Angreifen. 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 Und du heilst dich jetzt selber nochmal. Oh. Okay. Er greift alle an. Entladen. So, habe ich gemacht. Wir machen beste Freunde-Angriff. Lul. Alter. Mein Herz ist... tut so weh. Moris Gruppe war siegreich. Wild einfach 450 Schaden. Du hast eine Augenklappe gefunden, schön. Level 8, Level 8, Level 8, alle Level 8 und hat Charme gelernt, nice. Achievement. Mach's gut, Space Boyfriend. Ah. Besiege Space Ex-Boyfriend. Was passiert? Wo bin ich? Und wer seid ihr? Hallo nochmal, wie fühlst du dich jetzt? Hallo? Ich bin Captain Spaceboy. Schön, euch kennenzulernen. Autsch, meine Rippen. Oh je. Tut sehr weh? Du bist vorher ein bisschen ausgerastet, darum mussten wir... Ah, verstehe. Meine schlechte Hälfte hat wieder einmal die Kontrolle übernommen. Ihr hattet sicher allen Grund dafür, was ihr getan habt. Ich hoffe, ihr könnt mir noch einmal verzeihen. In letzter Zeit habe ich meine Gefühle einfach nicht im Griff. Ich tue mein Möglichstes, aber es wird immer schwieriger. Herzblatt war meine große Liebe. Ich kann mir ein Leben ohne sie einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Auf diesem Mixtape sind meine und Herzblatts Lieblingssongs. Meine ganze Liebe für sie ist in diesen Aufnahmen geflossen. Vielen Dank, dass ihr es mir zurückgebracht habt. Es stecken immer noch so viele schöne Erinnerungen darin. Ach, ist doch kein Ding. Oder zumindest kein großes. Naja. Ja, wir sind froh, dass wir dir helfen konnten. Am besten legst du dich jetzt wieder hin und ruhst dich erstmal aus. Ausruhen ist kein gutes Mittel gegen Liebeskummer, fürchte ich. Ich werde mich etwas anderes überlegen müssen. Captain Spell, ich meine Space Boyfriend. Ich habe leider ganz furchtbar schlechte Nachrichten. Dein Lieblingsplanet Pluto ist abgehauen und wir können ihn einfach nicht finden. Bitte nicht böse werden, es tut uns so leid. Bitte nicht hauen. Sag bitte nicht hauen. Ach, da oben. Die einfach Muskeln hat, im Gegensatz zu den anderen. So ist das also. Ist schon gut, ihr zwei. Es muss auch langweilig sein, sich immer nur langsam im Kreis zu drehen. Vielleicht hätte Pluto nie ein Planet werden sollen. Lol. Hä? Ehrlich? Du bist gar nicht sauer auf uns? Und das ist kein Witz, Captain Space... Ich meine, Space Boyfriend? Nein, wirklich nicht. Trommelt die Crew zusammen. Wir gehen jetzt alle zum Bibbersee und holen uns Sirupeis. Liebeskummer lässt sich wohl nicht durch Herumliegen bekämpfen, aber ein Sirupeis mit Freunden hilft vielleicht. Ihr müsst auch nicht mehr Space Boyfriend zu mir sagen. Ich bin Captain Spaceboy. So soll das heißen? Juhu! Ah ne, juhu! Ach lol. Wir haben unser Captain wieder. Komm, Brudi. Das müssen wir gleich den anderen erzählen. Da gibt's eine Feier, Bro. Wild. Ich kann euch gar nicht genug danken. Wer weiß, was ohne euch aus mir und meiner Crew geworden wäre. Ach, war doch Ehrensache.
Du bist wieder auf den Beinen, das ist das Wichtigste. Vielen Dank. Wenn ihr je etwas von mir oder meinen Raumpiraten brauchen solltet, sind wir für euch da. Jetzt, wo du es sagst, ich hätte beinahe was ganz Wichtiges vergessen. Wir suchen gerade unseren Freund Basil. Er hat einen Blumenkranz auf dem Kopf und geht nirgends ohne sein Fotoalbum hin. Hast du ihn gesehen? Ernsthaft, er guckt sich im Raum um? Nein, ich fürchte nicht. Aber wenn ich ihn irgendwo sehe, bist du der Erste, der es erfährt. Basil, was ist nun mit dir passiert? Schnief, schnief, schnief. Oh, nun wein doch nicht, kleine Dame. Hier, nimm das. Du hast eine, was, Eismarke bekommen. Süß. Schnüff, 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 oh je. Schnief, weh. Oh nein, bitte, kleine Lady, nicht weinen. Hier, ich habe noch was für dich. Er ist ein bisschen süß. Ich mochte aber auch seine Bürsteform, bin ich ehrlich. Du hast einen Dauerfahrschein bekommen. Damit bin ich als Kind durchs ganze Land gefahren. Ich war ein großer Eisenbahnfan, müsst ihr wissen. Und wenn ein kleiner Träumer wie ich ein Weltraumkapitän werden kann, dann könnt ihr ganz sicher an euren auch euren Freund finden. Schnief, schnief. Oh. Okay. Hey, Captain. Bist du dann soweit? Wir warten alle schon. Ah, ja, natürlich. Bin gleich da. Du darfst nie die Hoffnung aufgeben, kleine Lady. Wenn dir alles zu viel wird, dann hol dir ein Sirup-Eis. Das macht alles leichter zu ertragen. Leute, holt euch ein Sirup-Eis. Nun darf ich aber meine Crew nicht länger warten lassen. Viel Glück noch und danke für alles. Ich mochte seine gute und seine böse Seite. Oh, da ist ein Buchstabe. Du fühlst dich stärker mit deinen Freunden verbunden. Alle Teamwork-Aktionen haben sich verbessert. Okay. E. Und? War der Buchstabe mit drin oder kriege ich einen weiteren Strich? 9 Tasten übrig. Okay. Jetzt sind hier so Striche? Moment, wo ist das Kreuzworträtsel? Da. Okay, E haben wir mit drin. Hm. Das D ist falsch. Das A haben wir, das B haben wir. Zwischen großen Windrädern. An einem Ort voller Unrat. Ja, das haben wir gefunden. Bei einem nassen Kissen. Ah ja, weil es vollgeheult ist. In einer Holzkiste, unter einer Falltür, verloren im Feuer. Puh, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt bringt, das Hangman-Rätsel zu lösen. Ich weiß nicht, ob das zur Hauptstory gehört oder was. Aber hier sind wieder Spuren. Waren die beim ersten Mal auch schon da? Ich weiß es nicht. Kann sein. Oh, hallo zusammen. Ich läuft sogar nach Basil. Naja, Mari, wir haben einen kleinen Umweg gemacht. Wir können ja Leute in Schwierigkeiten nicht einfach links liegen lassen, verstehst du? Ja, schon eigentlich, ne? Ich würde gern Basil finden. Schau, Mari, ich habe eine Eismarke bekommen. Super, Aubrey. Yeah. Mari, schau, was ich kann. Lol. Das ist auch super, Kel. Ja, oder? Verstehe das nicht. Wir haben überall gesucht, aber weit und breit keine Spur von Basil. Ach, Basil. Wo ist er nur hingegangen? Wir müssen einfach etwas übersehen haben. Hast du irgendeine Idee, Omori? Nö. Omori redet ja eh nicht. Ich würde jetzt gerne einmal speichern. Ja. Und an der Stelle die Folge für heute beenden. Da. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne Like, Abo, Kommentar, sonstiges da. Könnt gerne irgendwelche Tipps oder so in die Kommentare schreiben. Könnt ihr mal sagen, wie ihr Space Boyfriend findet? Schrägstrich Captain Space Boy, Schrägstrich Space Ex-Boyfriend. Ich mochte ja Space Ex-Boyfriend. Ich fand den sympathisch. Naja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Close your eyes, you'll be here soon. Chinese and Chigophone. Doki Doki Honto.